So, nachdem wir jetzt diese äquivalenten Charakterisierungen für Stetigkeit, die wir immer mal wieder brauchen werden, definiert haben oder bewiesen haben, kommen wir jetzt noch zu so ein paar Begrifflichkeiten und zu ein paar Bemerkungen, die sozusagen diese topologische Stetigkeit mal in Relation setzt zu den üblichen Stetigkeitsbegriffen, die wir aus der Analysis kennen. Das wollen wir jetzt also hintereinander absolvieren. Wir fangen an mit einer wichtigen Definition, die wir im Prinzip auch schon aus den Grundlagen der Funktionalanalysis kennen. Also wenn wir zwei topologische Räume XY haben und wir nehmen uns eine Abbildung f von x nach y, dann heißt f offen ja, wenn jede offene Menge U-Teilmenge x auch f von x Teilmenge y offen ist. Ganz genau das, was wir kennen, das hat im Skript eine eigene Nummer, deswegen schreibe ich sie hier einfach mal hin. Das ist genau die Definition aus der GFA. Dann gucken wir uns den Träger einer Funktion an. Das wird auch im Wesentlichen die Definition sein, die wir schon kennen. Die wird in diesem Kurs auch nicht so eine wahnsinnige Rolle spielen, aber wir haben sie einfach mal, damit man so ein paar Beispiele eventuell mal damit diskutieren kann. Also x-topologischer Raum. Jetzt nehmen wir uns eine komplexwertige Funktion, also f von x nach c. Und dann definieren wir den Support von f gleich zunächst mal alle Stellen x in x, so dass f von x nicht 0 ist und davon dann den Abschluss. Das ist 1.6. Das Dingen heißt Träger von f, im Englischen eben Support von f. Nur damit wir die Sachen zur Verfügung haben, falls wir sie mal brauchen. Jetzt kommt das eigentlich Interessante, nämlich die Bemerkung. Da sind ja so ein paar Aussagen drin, die haben auch wieder Übungsaufgabencharakter, die werden wir uns jetzt hier nicht dediziert vorknüpfen. Kann man sich natürlich alle mal in Ruhe angucken, aber da findet man auch in der Regel relativ zügig Beweise zu, wenn man danach sucht. Zunächst mal, wenn wir den Fallback machen, XY-metrische Räume, gucken wir mal, wie sich das in unsere neue Theorie eingliedert. Ja, brauchen wir gar nicht genauer spezifizieren eigentlich. Wenn wir also metrische Räume haben, dann stimmt unsere Definition 1,1,9, also die Definition der topologischen Stetigkeit mit der Epsilon-Delta-Stetigkeit überein. Das wäre jetzt zum Beispiel eine klassische Übungsaufgabe für eine Vorlesung über Topologie. Oder auch eine Übungsaufgabe, wenn man halt sowas in der Funktionalanalysis macht. Das ist auch nicht schwierig zu zeigen. Dann gucken wir uns noch ein paar Sonderfälle an. Wir nehmen mal an, wir haben zwei topologische Räume XT1 und YT2, damit wir hier wirklich mal die Topologien haben. Und jetzt haben wir zwei interessante Bemerkungen. Nämlich, wenn das Tau1 die diskrete Topologie ist, dann ist jedes f von x nach y stetig. Also das heißt, die diskrete Topologie macht sozusagen, dass man, egal welche Abbildung ich auswähle, immer als Umgebung den ganzen Raum wählen kann. Und dann ist natürlich jede Funktion und jede Abbildung stetig. Umgekehrt, wenn ich jetzt Tau2 mit der diskreten Topologie ausstatte oder Tau2 als diskrete Topologie setze, dann kann ich damit erreichen, dass jede Abbildung offen ist. Also denkt man zweimal drüber nach, dann ist das relativ klar, was da steht. Eine interessante Geschichte ist halt, dass man die Inklusion oder die Identität zwischen zwei Räumen oder zwischen einem Raum mit zwei Topologien relativ gut charakterisieren kann. Also wenn wir einen topologischen Raum X haben und wir haben zwei Topologien auf X, dann gilt Folgendes: Die Identität von x auf t1, oder x mit t1 auf x mit t2 ist stetig, genau dann, wenn tau2 eine Teilmenge von tau1 ist, also wenn tau2 eine feinere Topologie ist als t1.
oder andersrum, je nachdem, wie wir es definiert haben. Ne, also das ist auch sofort klar, wenn man sich einmal anguckt, was hier im Prinzip steht und dann die Definition liest. Und zu guter Letzt wollen wir noch anmerken, dass das x, t topologischer Raum sei. Oder wenn wir so einen Raum haben, wir haben eine Teilmenge von x und wir nehmen uns sozusagen die Teilraumtopologie, also s gleich u geschnitten y, u in t. Und wir haben die Inklusionsabbildung j, die dann von y sozusagen nach x reinhaut. So ist halt gerade diese Teilraumtopologie S die schwächste Topologie nach Definition und nach Konstruktion, sodass das J stetig ist. Das könnte man, wenn man jetzt in der Topologie weitergehen würde, noch zu der Konstruktion von Initial- und Finaltopologien weiterspinnen. Wen das interessiert, der kann mal in das Buch von Querenburg gucken. Das ist im Literaturverzeichnis auch angehangen. Da steht dann natürlich noch viel mehr dazu drin und das ist insgesamt eine sehr universelle Konstruktion, aber wir belassen es jetzt an dieser Stelle einfach mal mit diesen Bemerkungen, weil das für die Stetigkeit und für unsere Zwecke völlig ausreichend ist. So, als nächstes wollen wir jetzt das Konzept der Produkttopologie vorstellen. Das werden wir nämlich im Laufe des Kurses immer mal wieder brauchen, wenn wir versuchen, auch überabzählbar viele kartesische Produkte von irgendwelchen topologischen Räumen zu betrachten, falls das in einigen Stellen mal vorkommen sollte und das wird vorkommen. Das heißt, wir nutzen jetzt mal einmal kurz den Moment und entwickeln dazugehörig das Konzept. Dafür nehmen wir uns irgendeine beliebige Indexmenge a. Die Dinger haben bei mir auch immer nur den Namen a und nicht i, weil ich vermeiden möchte, für Indizes i zu schreiben, aus den offensichtlichen Gründen der imaginären Einheit. Ist aber eine rein ästhetische Frage. Es ist natürlich genauso richtig, hier ein i hinzuklatschen. Dann nehmen wir uns für jeden Index einen topologischen Raum x Alpha t Alpha. Wichtig ist übrigens auch nochmal, das ist bei diesen Indexmengen am Anfang vielleicht immer ein bisschen unklar, das muss nichts Geordnetes sein, das muss auch nicht natürlich sein. Eine gültige Indexmenge wären die reellen Zahlen. Ne, überabzählbar, gut, die sind geordnet, aber es kann eine beliebige Indexmenge sein. Irgendwas, womit man indizieren kann. Ist halt eine Abstraktion, ne? Weil wir wollen halt möglichst verallgemeinern und dadurch teilweise auch vereinfachen. Ja, also wir nehmen uns für jeden Index ein Alpha aus A. Wir setzen voraus, dass diese Räume alle mal nicht leer sind, weil ansonsten kriegen wir bei der Produktbildung ein Problem. Das ist aber in der Regel jetzt keine großartige Einschränkung, weil normalerweise oder häufig sind diese X-Alpha sowieso alle gleich. Das passiert also häufig. Jetzt definieren wir uns zunächst mal diesen Produktraum. Ich mache das jetzt hier mal stichpunktartig. Im Skript ist das ein bisschen anders aufgeführt. Diesen Produktraum nennen wir häufig groß Pi. Das soll einfach nichts anderes sein als, irgendwann werde ich das mit dem Grafiktablet noch raffen, dass das bei Punkten hintereinander ein bisschen Eingabeleck braucht. Das soll einfach sein, das ganz klassische kartesische Produkt über diese Alpha. In der Notation klassisch, weil in der Definition müssen wir jetzt natürlich dem ganzen Gewicht tragen, dass diese x-Alpha topologische Räume sind und insbesondere wir eine möglicherweise überabzählbare Indexmenge haben. Das heißt, das sind im Prinzip alle Abbildungen f aus unserer Indexmenge in die Vereinigung aller x-Alpha. Für die gilt, dass f von x, jetzt muss ich mal ganz kurz meine Maus verschieben, die ist nämlich gerade hier terminal im Weg. Für die gilt, dass f von x gerade in x Alpha ist. Ja, für alle x in A. Also die gerade sozusagen passend zuordnet, wenn man so möchte. Das ist jetzt halt auch nur so sperrig, weil es halt die allgemeinst mögliche Definition ist, wenn es sowas gibt. Damit werden wir in der Regel nicht großartig zu kämpfen haben. Das Auswahlaxiom kommt jetzt an dieser Stelle einmal explizit ins Spiel. Es kommt ja oft implizit ins Spiel, wenn wir irgendwas mit dem Lemma von Zorn machen. Aber hier ist es tatsächlich mal explizit das Auswahlaxiom. Das sagt uns nämlich, wir haben hier nicht leere Elemente. Das heißt, wir können aus jedem eins auswählen und dann kriegen wir hinterher auch was raus, was nicht leer ist. Das heißt, wenn wir das Auswahlaxiom glauben, was in der Funktionalanalyse hilfreich ist, sonst ist man schnell fertig, dann ist unser Produktraum tatsächlich auch nicht leer.
Jetzt kommt eben das, was ich gerade schon angedeutet habe. Und häufig ist es halt so, dass wenn x Alpha gleich x, dass wir x Alpha gleich x wählen für alle Alpha aus A. Das heißt, wir haben hier den gleichen Raum stehen. Das notieren wir einfach folgendermaßen. Dann notieren wir nämlich dieses Produkt, was da oben steht, in der bekannten Art und Weise, nämlich einfach als x hoch die Indexmenge. Das kennen wir zum Beispiel, wenn wir den K hoch, wenn wir den Folgenraum angucken, also den Körper K hoch die natürlichen Zahlen. Das ist genau dieses Konzept, was dadurch ausgedrückt wird. Jetzt kommt tatsächlich eine kleine Definition, also ich mische Definition immer auch mit so ein paar Kleinigkeiten rein. Ne? Also wenn man das noch in sich trennt, dann ist das immer doof. Ich mag aber auch nicht, wenn oben drüber steht Definition und Bemerkung, weil da muss ich immer auseinanderfriemeln, was ist jetzt der Teil der Definition, was ist Teil der Bemerkung. Ich mache einfach hier so ein bisschen diese Mischform. Wenn ihr das jetzt persönlich nicht mögt, dann schreibt es euch am besten so um, wie ihr es haben möchtet. Das ist sowieso immer der Rat, den ich gebe. Baut es euch einfach so, dass ihr damit gut arbeiten könnt. Jetzt wollen wir die kanonische Projektion definieren. Das ist eigentlich auch kein schwieriges Konzept. Die kanonische Projektion sagt nämlich im Prinzip nur aus, wenn wir uns irgendwie ein Element angucken aus diesem Produktraum, dass wir dann sozusagen eine Abbildung haben, die ein Element aus dem Produktraum auf die einzelne Komponente schießen kann. Das ist einfach Folgendes. Wir nehmen uns so einen Index Beta aus A her und dann gucken wir uns die Abbildung an Pi Beta. Die soll jetzt sich ein Element aus Pi, also aus dem Produktraum nehmen, das auf den einzelnen Raum zu dem Index, also auf das x Beta abbilden, und zwar nach der, ja, logischen Gangart, wenn ich einen x Alpha für Alpha in A reinstecke, also so ein allgemeines Tupel, wie wir es hier oben sozusagen drin finden, dann soll die Projektion halt bitte genau das x Beta rausschießen. Und das definiert man dann häufig auch als einfach als Pi Beta. Das ist so ein bisschen so ein Overuse of Notation. Das ist also 1,8. So. Also das ist einfach nichts anderes, wenn man jetzt zum Beispiel ein Dreier-Tuppel hat und ich möchte die Projektion auf die dritte Komponente, dann habe ich ja hier sowas stehen wie Pi3 von x1, x2, x3 ist gleich x3. Und das ist einfach nur das Aufblähen dieser Formalisierung eben auf die Neuigkeit sozusagen, dass wir eine möglicherweise überabzählbare Indexmenge haben. Und jetzt wollen wir eben die Produkttopologie definieren, und die Produkttopologie definieren wir, indem wir eine Basis für sie angeben, weil dadurch ist ja eine Topologie eindeutig festgelegt, wenngleich natürlich eine Basis nicht eindeutig ist. Ne? Also Produkttopologie, die nennen wir einfach mal T-Prot, aus offensichtlichen Gründen. Und zwar ist die halt gegeben durch die Basis B. Und das soll einfach Folgendes sein. Naja, wir wollen irgendwie was für U-Beta aus den jeweiligen Topologien angeben, weil das sind die einzigen offenen Mengen, für die wir sinnvoll was angeben können. Und da muss ich das natürlich aber irgendwie in den Produktraum ziehen. Und das kann ich natürlich machen, wenn ich mir die Projektion angucke durch die dazugehörige Umkehrabbildung. Das heißt, es wird irgendwas mit der Umkehrabbildung Pi Beta hoch minus 1 von U Beta zu tun haben, in irgendeiner Art und Weise. Und jetzt möchte ich natürlich dadurch, dass wir eine Basis haben, irgendwas Schnittiges bekommen, im wahrsten Sinne. Das heißt, wir bilden hier einfach noch den Schnitt über alle Indizes Beta in B. Was das B jetzt gleich sein soll, das werden wir uns anschauen. Also das sind Elemente, die unsere Basis haben soll. Und zwar eben, was ich gerade sagte, wir müssen irgendwie auf offene Mengen zurückgreifen, die wir schon kennen. Das heißt, die U-Beta kommen aus den Topologien Tau-Beta oder T-Beta. Und das B, was wir hier unten haben, das soll eine endliche Teilmenge sein von unserer Indexmenge A. Und das legen wir sozusagen als Basis fest. Dann haben wir dadurch natürlich eine Topologie definiert. Und die Topologie, die dadurch definiert wird, die nennen wir Produkttopologie. Gut, dann kommen noch so ein paar Sprechweisen. Der dadurch entstehende Raum, den haben wir ja dann unseren Produktraum Pi, und da drauf lebt ja dann unsere Produkttopologie T-Prot, der heißt Produktraum. Oder manchmal auch Produktraum der X-Alpha. Ich schreibe das jetzt hier in der Langfassung auf, also heißt Produktraum der topologischen
Räume, ich kürze das hier mal ein bisschen ab, x Alpha, t Alpha, Alpha in A. Das heißt, wenn wir sozusagen eine Familie von topologischen Räumen vorgeben und wir bilden dann diese Basis, dann haben wir dadurch einen eindeutigen Produktraum dieser topologischen Räume, und wenn wir an den x Alpha wackeln oder wenn wir an den t Alpha wackeln, dann wackeln wir am Produktraum. Aber das sind die einzigen Stellschrauben, die wir sozusagen haben. Und das Ganze schließen wir jetzt mit einer kleinen Anmerkung. Die Produkttopologie ist dann nach Konstruktion die schwächste Topologie auf dem Produktraum. Ja, so dass eben gerade alle Projektionen stetig sind. Und was auch direkt aus der Konstruktion resultiert, dass diese Projektionen alle offen sind. Auch da wieder, wer da mehr lesen möchte oder mehr wissen möchte, dem sei das Buch vom Querenburg ans Herz gelegt. Da steht zur Produkttopologie sehr, sehr ausführlich alles drin, was wir brauchen. Aber das ist im Prinzip die Quintessenz, die wir hier als Definition wählen. So, nachdem wir jetzt also das Ganze definiert haben, wollen wir uns jetzt noch zwei kleine Bemerkungen zur Produkttopologie anschauen, die jetzt allerdings nicht dramatisch wichtiger Natur sind, die ich aber gerne hier drin haben möchte. Das erste ist Bemerkung 1119. Die macht jetzt sozusagen eine Aussage über eine spezielle Produkttopologie. Und die Aussagen, die jetzt hier drin vorkommen, die werden wir jetzt auch an der Stelle nicht rigoros beweisen. Also wenn wir unsere Indexmenge mal auf den endlichen Fall zusammenschrumpfen, 1 bis n, dann heißt die Produkttopologie auch Boxtopologie. Das ist daher motiviert, dass in diesem Fall die Produkte kann ich ja dann darstellen als Rechtecke in der Ebene, ganz grob formuliert. Da muss man sich natürlich immer ein bisschen Gedanken machen, welche Mengen man da überhaupt ins kartesische Produkt schmeißt. Aber effektiv, wenn ich das kontinuierlich zeichne, kriege ich Boxen raus. Und das Ganze ist natürlich nicht nur bestehend aus Rechtecken, weil ich kann ja auch Schnitte und Vereinigungen bilden. Da kriege ich also noch so gewisse Viereckskonstruktionen raus. Aber das ist dann sozusagen der endliche Spezialfall. Und dann kann ich die Basis ein bisschen konkreter schreiben. Dann ist nämlich meine Basis der Boxtopologie einfach folgendes. Das sind dann endliche kartesische Produkte, k gleich 1 bis n, über gewisse Mengen uk, wobei jedes uk eben in der Topologie tau k oder tk des zugehörigen Raumes liegt für alle k aus der Indexmenge, also von 1 bis n. Das ist natürlich ein bisschen konkreter als dieses Rumgeschwurbel da oben mit Urbildern offener Mengen über eine endliche Menge geschnitten. Das ist einfach so ein bisschen klassischer. Deswegen ist das der Fall, der sozusagen der gerade mal interessant ist. Und dann können wir das Ganze natürlich mal konkret, was heißt konkret, für metrische Räume durchxen. Und zwar derer endlich viele. Also metrische Räume. J gleich 1 bis irgendein Groß N und dann eben den Produktraum auch wieder ganz klassisch definiert als kartesisches Produkt J gleich 1 bis N über die XJ. Das sind Konstruktionen, die lassen sich jetzt gerne auch verallgemeinern auf abzählbar viele. Also da muss ich halt einfach nur statt des Ns das Unendlichzeichen hinstellen und da muss ich mir halt überlegen, was gleich diese Metriken dann wirklich zu einer Metrik macht, wenn ich das auch unendlich, also abzählbar viel zulasse. Aber das geht prinzipiell auch für abzählbar viele. Und jetzt definieren wir die sogenannte Produktmetrik oder eine Produktmetrik. Da gibt es nämlich äquivalente Formulierungen zu. Aber die Produktmetrik, die wir hier sozusagen explizit vorstellen wollen, das ist folgende: d von x, y soll einfach sein, das Maximum über j gleich 1 bis n dj von xj, yj. Und an der Stelle merkt man halt schon, dass man, wenn man das jetzt auf abzählbar viel verallgemeinern will, vorsichtig sein muss, weil dann tut es das Max unter Umständen nicht mehr, weil das muss nicht unbedingt existieren. Da muss man wieder auf den Sub umswitchen und sich ein bisschen um technische Details kümmern. Da wollte ich jetzt aber gar nicht großartig drauf hinaus, deswegen schränken wir uns hier auf den Fall endlich viele ein. Das Ding macht dann sozusagen Pi zu einem metrischen Raum mit der Produkttopologie. Also das heißt, Pi d ist metrischer Raum
Und die Teilraumtopologie ist dann, also die von D induzierte Topologie, sagen wir so rum, die von D induzierte Topologie, also dieses Tau D aus der einer der ersten Definitionen, und die von D induzierte Topologie ist gerade die Produkttopologie. Das ist wieder so eine Aussage, wenn man die jetzt beweisen möchte, das ist Charakteristik Übungsaufgabe, man nimmt sich einfach in dem einen Raum eine offene Menge, zeigt, dass die in der anderen Topologie offen ist und umgekehrt, und dann ist man halt fertig. Das D, und das ist jetzt wichtig, das ist nicht eindeutig. Wir können äquivalente Metriken angeben, die auch funktionieren. Ich habe hier zwei rausgesucht, man kann aber prinzipiell quasi jede analoge P-Metrik nehmen. Was ich meine, werdet ihr sehen, sobald ich das gleich hier aufgeschrieben habe. Also D von x, y gleich, ja, die Summe j gleich 1 bis n über die jeweiligen dj von x, j, y, j, das tut's auch. Oder man kann natürlich die quasi L2-Metrik nehmen. Das ist dann einfach die Summe j gleich 1 bis n über dj von xj, yj Quadrat und daraus dann die Wurzel. Und man kann das jetzt natürlich bei endlich vielen noch weiter iterieren. Auch da muss man wieder aufpassen, wenn man dann den Übergang macht zu abzählbar vielen, weil da kann es Technical Difficulties, wie man so schön sagt, geben. Dann wollen wir uns noch eine schnelle Bemerkung angucken, die ja, ganz nett ist, finde ich. Deswegen ist sie hier mit drin, weil ich nehme ja immer nur das mit auf, also wovon ich halt glaube, dass es ganz nett ist oder was halt dazu führt, dass man irgendwas ganz Nettes beweisen kann. Wenn wir einen metrischen Raum haben, dann kann man durch zweimaliges Anwenden der Dreiecksungleichung die sogenannte Vierecksungleichung beweisen. Die sieht folgendermaßen aus. Na komm. Und zwar haben wir, dass der Betrag d von x, y minus d von xi, eta immer kleiner gleich ist als d von x, xi plus d von y, eta. Das muss man sich einmal hinmalen sozusagen. Dann hat man zweimal zwei Dreiecke im Prinzip. Dann sieht man das relativ zügig, was man da tun muss. Das impliziert dann aber sofort, ne, weil das ist gerade eine Stetigkeitsdifferenz, wenn man so möchte, wenn ich Stetigkeit nachweisen will, dass d von x kreuz x nach r, also dass die Metrik auf dem Produktraum von, also von zwei Produkträumen, ja, einem Produktraum aus zwei Faktoren, das ist sprachlich manchmal schwierig, dass diese Metrik stetig ist, ja, sofern natürlich x kreuz x die Produkttopologie trägt. Das heißt, wenn ich sozusagen mir Produkte angucke und ich möchte erreichen, dass meine Metrik stetig bleibt, dann ist die Produkttopologie sozusagen die natürliche Wahl für die Metrik, sodass gerade dieser Fall eintritt. So, zum Abschluss dieses Grundlagenkapitels, also dieses 1.1 ist ja so ein Grundlagenabschnitt über Topologie, dass wir irgendwann mal vielleicht noch alles verwursten können, was wir hier irgendwie gerade machen, wollen wir uns jetzt mit Kompaktheit beschäftigen. Und insbesondere werden wir sehen, dass Kompaktheit, wenn es darum geht, in topologischen Räumen zu arbeiten, doch ein bisschen reichhaltigere Konzepte zulässt. Dazu kommt jetzt also erstmal so eine etwas längliche Definition. Das ist Definition 1.1.21. Ich kann übrigens auch schon versprechen, dass nicht alle Abschnitte so lang werden wie dieser, nur der ist halt wichtig, weil das so ein Werkzeugkasten ist. Wir nehmen uns mal irgendeinen topologischen Raum x, t und dann definieren wir mal fröhlich, glaube ich, 5 oder 6 Kompaktheitsbegriffe, die wir alle vielleicht irgendwann mal brauchen, aber sie sind definitiv mal nett zu wissen. Zunächst mal, um überhaupt Kompaktheit hinzubasteln, müssen wir uns sozusagen eine Teilmenge der Topologie nehmen und die offene Überdeckung nennen. Offene Überdeckung daher, weil ja Elemente in der Topologie offen heißen. Das ist ja gerade so gebastelt. Heißt offene Überdeckung von x, wenn gilt, dass die Vereinigung aller Mengen u, die in dieser Menge t' drin sind, wenn die Vereinigung gerade der ganze Raum ist.
Und dann können wir sagen, dass dieser x kompakt heißt oder überdeckungskompakt, aber wir nehmen halt quasi die Überdeckungskompaktheit als als den Grundbegriff oder als die Grundlagendefinition und leiten dann alles andere darauf hin. Das heißt, wir nennen das hier einfach nur kompakt. Und zwar, wenn jede offene Überdeckung eine endliche Teilüberdeckung besitzt. Ja, wobei jetzt natürlich der Begriff Teilüberdeckung streng genommen nicht hundertprozentig definiert ist. Aber ich glaube, wir hatten das A schon mal in der GFA und B, es ist natürlich einfach so gemeint, dass eine Teilüberdeckung einfach eine Teilmenge einer Überdeckung ist, die immer noch eine Überdeckung ist. Ja, also das ist denkbar simpel. Wir schieben jetzt an dieser Stelle zwischen den einzelnen Definition mal so ein Beispielchen ein, weil ich wollte danach nicht irgendwie so ein elaboriertes, ausuferndes Beispiel machen. Einfach nur, um den Begriff Kompaktheit ein bisschen ins Licht zu rücken. Und zwar im Wesentlichen sind das drei Dinger. Und zwar kann man die Riemannsche Zahlenkugel C-Dach, das ist ja einfach dann C mit diesem hinzugenommenen projektiven Punkt unendlich, das kann man kompaktifizieren, wenn man die Topologie wählt, dass wir sozusagen alle Mengen auf der Riemannschen Zahlenkugel nehmen, die entweder schon in C selbst offen sind oder die sich schreiben lassen als C ohne K, vereinigt unendlich, mit einer kompakten Menge K in C. Dann muss man natürlich erst nachweisen, dass das eine Topologie ist und dass das wirklich so ist. Das habe ich in meiner Funktion Theorie 1, die auf dem Kanal hier rumschwebt, gemacht, glaube ich, sogar im ersten Video ist das einer der letzten Sätze, dass das hier tatsächlich einen kompakten topologischen Raum definiert. Die Topologie ist natürlich einfach irgendwie langwieriges Nachrechnen, das ist nichts Dramatisches. Ja, kompakte Intervalle in R mit dem Kompaktheitsbegriff wie in Anna 2 müsste das wahrscheinlich sein oder Anna 1. Sind natürlich auch kompakt. In R kompakt wie in Analysis. Ich schreibe einfach mal Analysis, weil irgendwo lernt man halt Kompaktheit kennen. Ob das in Anna 2, Anna 1 ist, ist ja eigentlich relativ Latte. Und R selbst ist natürlich nicht kompakt. Das ist ein wichtiges Gegenbeispiel, weil es gibt natürlich Überdeckungen, die keine endliche Teilüberdeckung haben. Zum Beispiel, indem man einfach diese ganz klassische Überdeckung nimmt, die aus Mengen besteht, die irgendwie diese Bauart haben. Für n aus n. Dann haben wir natürlich eine Überdeckung gefunden, aber wenn ich eine Menge rausnehme, fallen reelle Zahlen raus und dann kriege ich da keine endliche Teilüberdeckung hin. Und dementsprechend ist R selber nicht kompakt. Das ist halt ein Nachteil der reellen Zahlen. Man kann aber natürlich auch R kompaktifizieren, wenn man halt dieses unendlich dazu nimmt und so weiter und so fort. Also das ist halt wieder topologischer Bauart. Da wollen wir uns gar nicht weiter drüber unterhalten. Wir sagen jetzt lieber, wenn eine Teilmenge kompakt sein soll. Also K Teilmenge x heißt kompakt. Da machen wir jetzt auch keine Beispiele zu, weil das ist da oben quasi mit abgefrühstückt. Heißt kompakt. Ja, wenn K gerade mit der Teilraumtopologie kompakt ist. Na, dann haben wir es sozusagen auf den Ganzraum oben zurückgeführt. Und fertig ist. Jetzt kommt ein Begriff, den kennen wir schon aus der GFA. Wir hatten da ja in Kapitel 4 den Satz von Asela-Ascoli. Und da kamen ja auch so Begriffe wie relativ kompakt drin vor. Und das ist genau der Begriff, den wir jetzt brauchen. Also M-Teilmenge x. Oder was heißt brauchen, den wir jetzt definieren. Heißt relativ kompakt. Jo, wenn der Abschluss von M kompakt ist. Ne, da sind jetzt zum Beispiel offene Intervalle in R mit gemeint. Offene Intervalle in R. Man kann auch einen topologischen Raum konstruieren, in dem die Begriffe relativ kompakt und kompakt äquivalent sind. Das könnt ihr euch mal überlegen. Das ist eine nette Übung. Das ist auch nichts Schwieriges. Das kann man mit den Mitteln, die wir bis jetzt hier gemacht haben, sich überlegen. Ja. Setzt euch mal hin, guckt euch mal vielleicht die Topologien an, die wir da oben als Beispiele irgendwann mal gemacht haben.
Jetzt ein sehr wichtiger Begriff für unsere Zwecke, den wir hinterher sozusagen noch verfeinern wollen. So ein Raum X heißt lokal kompakt. Und das ist jetzt ein etwas strange, ja, aber das ist eigentlich nicht strange, das ist erwartet man, wenn es zu jedem X aus X eine kompakte Umgebung besitzt. Eine kompakte Umgebung gibt. So, da kann man jetzt natürlich sich sofort überlegen, was wäre da ein geeignetes Beispiel für. Da können wir tatsächlich die reellen Zahlen nehmen. Denn für x aus R, da müssen wir jetzt gar nicht großartig basteln, ist natürlich einfach das abgeschlossene Intervall x minus 1 und x plus 1 eine kompakte Umgebung von x. Oder halt für jedes Epsilon kann man dann den abgeschlossenen Epsilon-Ball nehmen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, die Idee kommt rüber. Dann haben wir noch die sogenannte Sigma-Kompaktheit. Also x heißt Sigma-Kompakt. Wenn x als abzählbare Vereinigung von kompakten Mengen geschrieben werden kann. Also wenn x als, das ist natürlich wieder gemeint im Sinne von höchstens abzählbar, als höchstens abzählbare Vereinigung. Ne, komm. Wenn wir schon ausradieren können, dann machen wir es an der Stelle auch. Als höchstens abzählbare Vereinigung von kompakten Mengen geschrieben werden kann. Ja, und hier ist natürlich auch das Beispiel, das haben wir oben im Prinzip schon gesehen, einfach auch wieder R, weil wir können halt gerade R schreiben als die Vereinigung n aus n, das ist abzählbar, minus n, n. Na, also ist R Sigma-kompakt mit genau dieser Überdeckung. Darin kann man auch sofort sich ein paar Implikationen überlegen, zum Beispiel, dass Lokalkompakt nicht impliziert, dass etwas kompakt ist. Oder dass Sigma-kompakt nicht impliziert, dass etwas kompakt ist. Wollen wir jetzt aber an der Stelle ein bisschen darauf verzichten, um das Ganze hier zu straffen, weil wir möchten ja möglichst schnell auch in die spannenden Anwendungsthemen rein. Und zu guter Letzt heißt x-Folgenkompakt. Das ist ein Begriff, den man sicherlich noch vielleicht aus der Analysis kennt, mit dem Satz von Bolzano-Weierstrass, da ist das ja gerade ein Thema. Also x heißt Folgenkompakt, wenn jede Folge xn Teilmenge x eine konvergente Teilfolge besitzt. Und hier können wir auch wieder sozusagen R benutzen, diesmal als Gegenbeispiel, weil in R hat natürlich offensichtlich nicht jede Folge eine konvergente Teilfolge, ne? Zum Beispiel xn definiert durch xn gleich n für alle n aus n besitzt in R keine konvergente Teilfolge. Das heißt, R ist nicht folgenkompakt. Das ist auch ein Ergebnis, was wir sozusagen kennen. Wenn wir jetzt allerdings den Raum aller konvergenten Folgen von n auf R angucken, dann ist der natürlich nach dem Satz von Bolzano-Weierstrass, wie gerade eben schon erwähnt, folgenkompakt, weil der Satz von Bolzano-Weierstrass sagt ja gerade aus, dass jede konvergente Folge eine konvergente Teilfolge enthält. Und dann haben wir es natürlich hier genau in dieser Begrifflichkeit. Ja, wie so oft bei diesen Arten von Begriffen, wenn man einen eingeführt hat, möchte man erstmal eine alternative Charakterisierung anbieten. Das ist jetzt bei der Kompaktheit genauso. Um diese alternative Charakterisierung aber hinzubiegen, brauchen wir eine kleine Vordefinition, und zwar die der sogenannten endlichen Durchschnittseigenschaft. Das ist Definition 1.1.22.
Und zwar nehmen wir uns einen topologischen Raum und sagen, x hat die endliche Durchschnittseigenschaft, oft abgekürzt mit FIP. FIP kommt in diesem Fall aus dem Englischen, wie man sich unter Umständen direkt sehen kann, für Finite Intersection Property. Ja, falls Folgendes gilt. Zu jeder Familie A Alpha, wobei Alpha aus irgendeiner Indexmenge kommt, abgeschlossener Mengen mit leerem Schnitt, also mit Schnitt über Alpha in A, A Alpha gleich leer, existiert eine endliche Teilmenge, daher endliche Durchschnittseigenschaft, eine endliche Teilmenge B von A mit Schnitt Beta in B A Beta gleich leer. Das heißt, nochmal sprachlich, wenn wir irgendwie eine Menge oder Familie abgeschlossener Mengen haben, die leeren Schnitt haben, dann gibt es schon eine endliche Teilmenge derer, die leeren Schnitt haben. Und mit dieser Definition ergibt sich jetzt unmittelbar folgendes Lemma. Und zwar ist x kompakt genau dann, wenn x die FIP hat. Und der Beweis ist in diesem Fall ja natürlich nicht ausformuliert, weil das einfach Mengenlehre ist. Aber der Beweis führt man einfach mit den de Morganschen Regeln. Da passiert absolut nichts Spannendes. Jetzt kommen im Prinzip noch zwei Sätze, die dann so ein bisschen noch was zu kompakt und abgeschlossen behandeln, bevor wir dann das Kapitel mit einer Bemerkung schließen. Das heißt, jetzt kommen noch drei Videos. Und wir fangen einfach mal mit dem ersten Satz an, der jetzt aber auch tatsächlich wieder ein bisschen Beweis erfordert. Das ist nämlich Satz 1.1.24 in der falschen Farbe. Man kennt das ja von mir. Ich bin ja ein Schussel in der Hinsicht. Satz 1.1.24. Das macht gerade Folgendes. Wenn wir einen Hausdorffraum x haben, also x Hausdorffraum, und y Teilmenge x kompakt, also wir haben eine kompakte Teilmenge in einem Hausdorffraum, dann ist diese Teilmenge auch abgeschlossen. Und das wollen wir jetzt als erstes mal beweisen. Nicht in grün. Ich verwechsel es immer wieder, weil es halt wirklich auf meinem Bildschirm extrem gleich aussieht. Also Beweis. Das ist insofern natürlich eine interessante Tatsache. Warum machen wir jetzt die Sätze? Machen wir vielleicht da kurz noch ein Wort dazu. Wir haben ja im Endlichdimensionalen die Äquivalenz. Kompakt ist beschränkt und abgeschlossen. Das gilt natürlich im Unendlichdimensionalen nicht mehr. Das heißt, wir wollen jetzt aber möglichst gucken, dass wir allgemeine Kriterien finden, wenn wenigstens eine der beiden Implikationen irgendwie hält. Und wenn wir einen Hausdorffraum haben, dann haben wir eben kompakt impliziert abgeschlossen. Umgekehrt noch schon wieder nicht unbedingt. Na, aber da gucken wir uns, glaube ich, nichts mehr zu an. Da kann man wahrscheinlich auch was finden, das irgendwie notwendige Bedingungen festnagelt. Aber das ist immer wichtig im Hinterkopf zu behalten. Sobald wir nicht im Endlichdimensionalen ist, müssen wir uns von dieser Äquivalenz lösen. Also wir fangen zunächst mal an, indem wir den Fall y gleich x ausschließen, weil dann ist es klar. Weil ja der ganze Raum immer offen und abgeschlossen ist, nach Definition einer Topologie. Das können wir also sofort sozusagen rausnehmen. Das heißt, wir nehmen im Folgenden an, dass x nicht y ist und wählen dann ein x aus dem Komplement von y in x, also in x ohne y. So, x ist vorausgesetzt ein Hausdorffraum. Das heißt, nach Definition gibt es zu jedem y aus y Umgebungen ux von x und vy von y mit uy geschnitten vy gleich leer, sofern natürlich das y ungleich x ist. Das müssen wir hier noch zuschreiben, das ist aber auch genau
passend. Dann sieht man oder zeigt man sofort, je nachdem, dass die Vy, die dadurch raus resultieren, dadurch, dass wir das Y durch ganz Y laufen lassen, dass das eine offene Überdeckung von Y liefert. Jetzt ist der ganze Bums ja gerade so gebastelt in der Voraussetzung, dass das Y kompakt ist. Das heißt, es reichen hier endlich viele dieser Mengen aus. Also Y kompakt. Das heißt natürlich, es existieren endlich viele. Die können wir jetzt durchnummerieren. Vy1 bis Vyn. Die Y überdecken. Das ist gerade diese Geschichte mit endlicher Teilüberdeckung in der Definition oben gewesen. Dann folgt aber, dass wenn ich sozusagen die zugehörigen Umgebungen nehme und das Ganze mal U nenne, das müssen mal V sein, ne? Ja, das müssen V sein. Da haben wir wieder in der Handschrift geschlammt. Naja. Dann ist das eine Umgebung von X. Entschuldigung, da müssen wirklich U stehen, weil wir müssen jetzt ja die Umgebungen dazu nehmen, die halt hier sozusagen mit diesen Umgebungen. Da müssen das U sein? Das muss irgendwie eine Umgebung von X ergeben, dann müssen das U sein. Ja, doch. Nee, alles gut. Mein Fehler im Kopfe. Ja, wir nehmen uns einfach die Umgebungen, die halt hier zu Y1 und Yn korrespondieren. Wenn wir die alle vereinigen, dann erwischen wir auch X. Und dann ist das Ganze hier eine Umgebung von X. Das ist schon alles in Ordnung. Die erfüllt aber noch weiterhin, dass U eine Teilmenge ist von X ohne Y. Ja, das ist auch interessant. Weil dadurch wissen wir jetzt natürlich, wir haben irgendwie eine Menge gefunden, die wir in X ohne Y reingelegt haben. Das heißt, nach Definition, was wir in einem der letzten Videos gemacht haben, ist dann X ohne Y offen. Das heißt aber, dass Y abgeschlossen ist. Und das ist genau das, was wir zeigen wollten. Damit sind wir dann an dieser Stelle fertig mit dem Beweis. Also das war der erste von den beiden angekündigten Sätzen. Jetzt kommt Satz 1.1.25. Der ist auch recht interessant, weil der sagt sozusagen aus, dass sich Kompaktheit unter stetigen Abbildungen fortpflanzt. Das werden wir jetzt in einem entsprechenden Rahmen benutzen. Also Satz 1.1.25. Wir nehmen zwei Hausdorffräume XY, das ist für diese Aussage unerlässlich. Dann nehmen wir an, dass X kompakt ist und dass F von X nach Y stetig und surjektiv ist. Man muss das Ganze natürlich nicht unbedingt für surjektiv formulieren. Man kann natürlich auch sagen, dann ist das Bild F von X oder F von der Teilmenge von X kompakt. Das ist aber letzten Endes natürlich immer nur eine Umbenennung der Räume. Das heißt, wir können hier sozusagen diesen allgemeinen Fall hier betrachten und haben dann alle damit erschlagen. Dann folgt nämlich, dass Y kompakt ist. Und wenn jetzt F zusätzlich bijektiv ist, dann ist die Umkehrabbildung stetig. Also f hoch minus 1 läuft dann natürlich von y nach x stetig. Und das heißt natürlich, dass dann x und y homöomorph sind, weil durch diese Zusatzbedingung ist dann ja f ja genau ein Homöomorphismus zwischen den beiden Räumen. Ja, und jetzt müssen wir halt sozusagen zwei Sachen zeigen. Nämlich im ersten Schritt zeigen wir die Kompaktheit von y und in einem zweiten Schritt zeigen wir dann die Homöomorphie unter dieser zusätzlichen Eigenschaft der Bijektivität. Upsi. So. Also, fangen wir mit dem ersten Schritt an. Wir nehmen uns zunächst mal eine offene Überdeckung. Die nennen wir Ty. Das soll einfach sein, irgendwelche Mengen Vα für eine Indexmenge A. Das soll eine offene Überdeckung von Y sein. Und was wir jetzt ja zeigen wollen, ist, dass das eine endliche Teilüberdeckung besitzt. Dann sind wir nämlich fertig. Dazu setzen wir jetzt allerdings erstmal gewisse Mengen fest, nämlich wir setzen Uα fest als die Urbilder dieser Vα. Dann ist durch die Stetigkeit von F, das haben wir ja vorausgesetzt, klar, dass die Uα offen sein müssen. Das war ja gerade eine der Charakterisierungen für stetige Abbildungen, die wir hier haben.
Und dann ist natürlich sofort einsichtig, dass U-Alpha für Alpha aus A eine offene Überdeckung bilden von x ist. Offene Überdeckung von x. Weil man macht das hier halt im Prinzip für alle und das ist ja eine Überdeckung. Das heißt, wir haben hier für jeden Punkt eine Umgebung gefunden. Das muss ich dann zum gesamten Raum aufsummieren oder aufaddieren. Und da bleibt halt kein Spielraum über. Jetzt ist x der Raum, der kompakt ist. Das heißt, hier reichen tatsächlich dann endlich viele dieser Mengen aus. Also es reichen endlich viele U Alpha 1 bis U Alpha n zur Überdeckung von x aus. Und jetzt argumentieren wir rückwärts. Jetzt sehen wir uns gerade die Bilder hiervon, das heißt die V Alpha 1 bis V Alpha n. Und das ist dann natürlich eine endliche Teilüberdeckung von y hier. Stimmen wieder die Buchstaben nicht. Das ist genau das gleiche wie gerade mit der Handschrift, die bei mir wieder kaputt gegangen ist. So. Also hier müssen es jetzt wirklich die V Alpha 1 bis V Alpha n sein. Das ist dann eine endliche Teilüberdeckung von y. Von y. Und das ist dann gerade die Kompaktheit von y. Und das ist also der erste Teil. Und jetzt brauchen wir noch eben diesen Zusatz, wenn f zusätzlich bijektiv ist. Also sei nun f bijektiv. Dann zeigen wir einfach, dass f eine offene Abbildung ist, weil die Offenheit einer Abbildung ist ja immer äquivalent zur Stetigkeit der Umkehrabbildung, wenn wir eine surjektive Abbildung haben. Sei also dazu U-Teilmenge x offen. Was wollen wir zeigen? F von U muss offen sein. Wenn U-Teilmenge x offen ist, dann ist natürlich das Komplement x ohne U abgeschlossen. Und dann haben wir eine abgeschlossene Menge in einem Hausdorff-Raum. Das heißt, wir können den vorigen Satz anwenden und wissen dann, dass x ohne U auch kompakt ist. So, das ist schon mal gut, weil Kompaktheit ist eine angenehme Eigenschaft, weil da gehen viele Eigenschaften mit einher, die man in den Beweis einfließen lassen kann. So, f ist stetig. Das heißt, das ist jetzt genau das gleiche Argument wie in Analysis. Das heißt, f von x ohne u ist auch kompakt, weil Kompaktheit sich eben unter stetigen Abbildungen fortpflanzt. Vorsichtig jetzt an dieser Stelle, weil ich habe am Anfang gesagt, dass wir zeigen wollen, dass sich Kompaktheit unter stetigen Abbildungen fortsetzt. Jetzt sieht es ja gerade so aus, als würden wir gerade das benutzen, was wir zeigen wollen, aber wir haben es ja schon gezeigt. Ne, das ist ja gerade Teil A, wenn man so möchte. Also hier einfach nur noch mal kurz vorsichtig sein. Das sind alles zulässige Schlüsse. Eine kompakte Menge ist natürlich immer abgeschlossen. Das ist die Richtung, die ja in allgemeinen Räumen galt, wenn man sich an den Satz aus der Analysis, zurückerinnert. Das heißt, ja, wenn wir jetzt zeigen können, dass f von x ohne u sich irgendwie schreiben lässt, so dass f von u dabei raus resultiert, dann sind wir fertig. Und das können wir ja gerade. Ne? Wegen f von x ohne u gleich f von x ohne f von u. Und f von x ist durch die Surjektivität ja gerade y. Dann folgt daraus, dass, ja, y ohne f von u abgeschlossen ist. Das heißt aber, f von u ist abgeschlossen. Offen, Entschuldigung. F von u ist offen. Das heißt, f ist offen. Das heißt, f hoch minus 1 ist stetig. Und das heißt, x ist homöomorph zu y, vermöge dem Homöomorphismus f. Damit sind wir fertig. In dem letzten Teil jetzt machen wir sozusagen den Sack zu und machen noch ein paar Schlussbemerkungen zu den kompakten Räumen. Also die letzten beiden Sätze, die wir jetzt behandelt haben, haben wir ja speziell Hausdorff-Räume
ins Auge gefasst. Und jetzt möchte man natürlich überlegen, ist für unsere Theorie Hausdorff-Räume ausreichend? Wir werden aber jetzt im nächsten Abschnitt topologische Vektorräume einführen. Und da werden wir sehen, dass Hausdorff-Räume für unsere Zwecke völlig ausreichen, weil wir nämlich im Prinzip nur die betrachten. Das heißt, wir können jetzt ganz entspannt mit einer Bemerkung schließen. Und damit ist dann auch die der Nummerierungswahn hier mal zu Ende. Aber das ist nun mal so ein Werkzeugkapitel, da ist es lang. Ich glaube, es gibt noch ein anderes Kapitel, das ähnlich lang ist, aber dann ist es auch durch. Zunächst mal möchte ich festhalten, es gilt natürlich nach wie vor der Satz von Heine Borel, weil der wird ja nicht nur plötzlich, weil wir uns in einem anderen Begriffsrahmen befinden, ungültig. Nur man muss halt aufpassen, was man jetzt aus ihm folgern kann. In einem metrischen Raum, das ist halt der wichtige Teil, ne? Weil wenn wir halt auf metrische Räume uns zurückziehen, dann ist ja Kompaktheit genau der Kompaktheitsbegriff, den wir kennen. Und das sagt gerade der Satz von Heine Borel aus, sind die Begriffe kompakt und folgenkompakt. Äquivalent. Ne, das ist gerade das, was man aus der Analysis kennt. Oder halt nicht kennt, je nachdem, ob man den Begriff Überdeckungskompakt in der Analyse überhaupt einführt, weil man braucht ihn ja nicht, weil man hat ja nur metrische Räume. Ne? Das ist immer so ein bisschen das, was ich meine, wenn man, wenn ich sage, das ist aus der Analysis bekannt. Das heißt immer nur, es existiert mindestens eine Analysisvorlesung, in der man das mal gemacht hat. Zweitens, man kann leicht zeigen, das ist sozusagen Stand Übungsaufgabe, wenn wir einen kompakten topologischen Raum haben, und der das erste Abzählbarkeitsaxiom erfüllt, dann ist er folgenkompakt. Das ist also sozusagen eine Möglichkeit, diese Äquivalenz oben zumindest in eine Richtung auf topologische Räume zu retten. Ne? Also das erste Abzählbarkeitsaxiom müssen wir haben. Das ist allerdings auch wirklich dann scharf, dass man das dazu braucht, weil in allgemeinen oder beliebigen topologischen Räumen impliziert keiner dieser Begriffe den anderen. Das ist eine ganz wichtige Bemerkung. Impliziert keiner dieser Begriffe den anderen. Das ist wichtig zu wissen. Also man darf da nicht in irgendeine Falle laufen. Spezialfall K hoch n. Da haben wir dann natürlich das, was ich vorhin angesprochen habe. A-Teilmenge K hoch n ist kompakt. Genau dann, wenn A beschränkt und abgeschlossen ist. Das hatten wir vorhin sozusagen schon angesprochen. Da sind wir halt wieder in dem Spezialfall, dass wir endlich dimensional sind. Der Fall ist halt schön und wichtig, aber für die Funktionalanalyse, das haben wir in den GFA ja auch schon diskutiert, nicht zielführend. Und zu guter Letzt, wenn X ein kompakter topologischer Raum ist und wir eine stetige Abbildung von X auf die reellen Zahlen haben, dann ist das F eine beschränkte Abbildung, das heißt, es existiert eine Konstante, sodass der Betrag f von x kleiner gleich der Konstante ist. Insbesondere nimmt f also Minimum und Maximum an. Und das ist wichtig zu wissen. Gut, da das jetzt das letzte Video dieses Abschnitts ist, machen wir eine vernünftige Abmoderation. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass dieses Episodenformat ganz guten Anklang findet. Ich bin noch ein bisschen am Experimentieren, aber prinzipiell wird das so laufen, weil das für mich die einfachere Variante ist von Produktionsaufwand und Pipapo generell. Das heißt, das gilt für jedes Video. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann lasst es mich wissen. Habt ihr Anmerkungen, lasst es mich wissen. Achtet dabei bitte auf Konstruktivität und dann sind wir eigentlich tutti. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter mit topologischen Vektorräumen und dann geht es auch schon in Richtung Funktionalanalysis. Also dann werden wir relativ zügig auch zu interessanteren Resultaten kommen, die halt ein bisschen Substanz haben. Und in diesem Sinne bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.